Herzlich willkommen bei Kerbal Space Program. Planetenforschung und Besiedlung. Wenn ihr Ausrufungszeichen KSP eingebt, dann kommt jetzt ein anderer Text und der verweist auf meine Homepage. Da habe ich eine Übersichtsseite gebastelt für die ganzen Mods und die ganzen verschiedenen Serien, die wir schon mit Kerbal Space Program hatten. Alles mal auf einer Seite geballt und dann jeweils die Links zu den verschiedenen Playlists und auch alle Versionen der Mod-Pakete, die ich jetzt gebaut habe, als Liste, damit man das auch im Nachhinein noch irgendwie nachvollziehen kann. Genau, das habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe den Titel heute von dem Stream genannt, die Entdeckung des ersten Himmelskörpers. Und den ersten Himmelskörper entdecken wir einfach, indem wir unsere Missionen abschließen. Wir haben aktiv im Moment nur 3 Aufträge. Einmal Search the Skies, das läuft noch 270 Tage. Und Search the Skies with a Telescope, das ist unser Teleskop, was auf der Station Möhre drauf sitzt. Das läuft noch 48 Tage. Und dann haben wir noch einen Satelliten, den wir hochschießen müssen. Da haben wir noch 19 Jahre Zeit. Das heißt, keiner der Aufträge läuft uns irgendwie kaputt ab oder macht irgendeinen Blödsinn. Und bei den anderen haben wir einfach jetzt noch nichts angenommen. Das heißt, ich würde jetzt mal nach vorne gehen. Wir gehen jetzt hier zur Station Möhre. Machen mal ein bisschen vorspulen, dass wir im Hellen sind. Wobei, ich werde jetzt ja gleich furchtbar viel Zeit vergehen lassen. Und mein Plan ist es jetzt einfach mal mit der Forschungsstation, die ja hier den Auftrag am Laufen hat quasi. Hier 48 Tage noch. Dass da dann hoffentlich... Oh, und wir müssen uns mal wieder ausrichten. Dass da dann hoffentlich tatsächlich bei herauskommt, dass wir irgendetwas finden, wo wir dann hinfliegen können. Oder wo wir eine Mission hin annehmen können. So. Ich richte mal hier unsere Station Möhre wieder aus, dass die Solarzelle, die wir da dran geballert haben, auch schön in der Sonne ist. Sehr gut. 48 Tage und 5 Stunden. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal, gucken erstmal, wie viel Wissenschaft ist denn im Labor schon angekommen. 1,7, alles klar. Ja, wir können einfach so jetzt mal vorspulen. Ich gehe in die Kartenansicht, damit das nicht so doll wobbelt. Und wir machen jetzt einfach mal furchtbar schnell vorspulen. Jawohl, hui. Und wenn ich jetzt so ein bisschen rausgehe, hier haben wir unser System. Es wackelt jetzt alles ein bisschen hin und her. Wir haben hier noch einen Orbit. Und wenn ich jetzt noch weiter raussehe, ihr seht, das hier ist alles sehr, sehr dunkel. Wir haben hier 2 Satelliten, die das System Kerbin verlassen haben. Aber die haben auch noch nichts gesehen an Himmelskörpern. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wenn wir vorspulen, dass dieser Auftrag Search the Skies with a Telescope, dass er in irgendeiner Form Erkenntnisse bringt, wo wir dann jetzt weitermachen können. Weil ich möchte jetzt mit der Research Bodies Mod tatsächlich auch weitermachen und das funktioniert ja aber nur, wenn wir dann auch mal was entdecken und wenn dann quasi das alles läuft. Und wenn wir dann erstmal zu weiter entfernten Planeten unterwegs sind, dann ist es ja auch kein Thema irgendwie, wenn wir 200 Tage warten müssen, um irgendwie raus nach Joule zu fliegen, dann ist es halt auch nicht schlimm, dass es so lange dauert, bis der nächste Himmelskörper gefunden ist. Na, aber jetzt am Anfang, ich meine, wir können jetzt noch 3 Mondmissionen machen, aber das ist dann auch irgendwie repetitiv und da vergeht einfach keine Zeit. Und ich will diese Mod ausprobieren, wie das ist, die Planeten zu suchen und zu finden und nicht den Anfang in Vanilla zu spielen. Auch wenn die Grafiken alle sehr, sehr schön sind und das mit dem Moon Spaß gemacht hat, werden sicherlich auch noch eine Mission auf dem Moon machen. Diese Rover-Missionen, wo man die Dinger reparieren muss und zusammenschrauben, sind total cool. Aber jetzt wollen wir erstmal hier diesen Auftrag abschließen. 4 Tage noch. In der Zeit werden wir auch einiges an Forschung produzieren, schätze ich jetzt mal. Und ich gehe jetzt mal, wenn wir... Okay, jetzt gehen wir mal runter und sind nur noch 2 Stunden. Und was haben wir an Wissenschaft? 91, hey, Wissenschaft übertragen. Machen wir mal. Ja, und wir haben noch genug Strom dafür. Sehr gut.
Die Wissenschaft wird übertragen. Sind wir gut zur Sonne ausgerichtet? Ah, nicht so richtig. Ja, auf jeden Fall braucht diese Raumstation bald mal noch mehr. Und da hören wir das Space Modem piepen. Die Wissenschaft ist übertragen. Sehr gut. Und jetzt spulen wir vor die letzten 2,5 Stunden, bis diese Mission erledigt ist. Und natürlich, nee, 2,5 Stunden ist, da haben wir noch mehrere Orbits, genau. Ja, einen noch. 21 Minuten. Oh, Viertelstunde noch. Da schaffen wir es nicht ganz wieder in Zelle reinzufliegen. 7 Minuten. Und the search is over. Okay. Auftrag abgeschlossen. We have found something in the sky that should be investigated further. Go to the observatory to find out more. Alles klar. Dann auf zum Observatorium. Achso, und ich war die ganze Zeit groß. So. Auf zum Observatorium. Ich werde dann auch wahrscheinlich gleich den nächsten Auftrag annehmen und dann kann die Station Möhre mit ihrem Teleskop wieder Dinge machen. Wir haben Duna entdeckt, beziehungsweise das ist spannend, das ist also zufällig. Also es ist nicht garantiert, dass das nächste dann Minmus ist. For a long time, maybe for thousands of years, we saw a red dot in the sky. A star? Snacks? We weren't able to tell, unfortunately. We are sure it's not Snacks. It's Duna. Launch research plan for Duna. 1. Kost 190.000 Funds. Gott sei Dank haben wir 1,5 Millionen. Das heißt, Research Date, 10%. Okay. Duna, go to Mission Control for more information. Okay, Search the Skies ist noch am Laufen. Okay, wir haben aber die ersten 10% von Duna. Wir gucken uns das jetzt mal im Observatorium an. Okay, wir haben neue Satellitenmissionen, deswegen hat sich hier einiges geändert. Und jetzt gucken wir mal. So, und hier, da ist Duna. Unbekanntes Objekt. Oh, das ist schön. Ich kann also nicht, ich kann drauf reinzoomen, aber ich sehe von dem Objekt noch nichts. Wir haben nur eine ungefähren Ort und wir wissen noch nichts von der Umlaufbahn. Das heißt also, die Research Bodies Mod muss jetzt noch mehr herausfinden. Also das ist quasi die erste Stufe, die wir hier haben. Das wird als unbekanntes Objekt. Größenklasse C, Mittel, ist auch ganz lustig, also es wird wie ein Asteroid im Moment noch behandelt. Ja, das ist echt cool gemacht, das stimmt. Aber wir müssen anscheinend jetzt hier noch wirklich viel mehr machen. Also, erstmal haben wir quasi einen Schatten von Duna entdeckt und wir haben genug Missionen. Ich habe jetzt 190.000 ausgegeben, wir haben immer noch 1,3 Millionen. Das heißt also, wir müssen vielleicht zwischendrin mal eine kleine Mission machen. Und jetzt gucken wir mal All Research Bodies. So, Search the Skies läuft im Moment noch. Research a Celestial Body using the Observatory. Einzigartig. Ablaufdatum in 6 Tagen. You have to start this contract, which will cost a significant investment of funds. 85.000 kostet das. Ja, das heißt also, wir Research a Celestial Body machen wir, annehmen. Dann läuft das. Und hier Research a Celestial Body with a Telescope. Warte mal, wird das Waiting Time Required? 213 Tage. Okay, 213 Tage dauert das hier. Und dann Research a Celestial Body with Module Track Bodies. Count at least 1. Archiv, wie war denn das mit dem anderen? Das haben wir doch zuletzt abgeschlossen, oder? Ja, genau, also das geht. Also, alles Research Bodies, da können wir also Research a Celestial Body with a Telescope, können wir also auch annehmen. Das heißt, wir können, was wir machen können, ist quasi versuchen, Duna in irgendeiner Form zu erforschen, also dass wir das hier machen, oder wir können Search the Skies with a Telescope machen, um einen neuen
um einen neuen Körper zu finden. Und ich glaube, ich würde, weil das 90 Tage dauert, ich glaube, ich würde einfach einen neuen Körper machen. Weil was wir jetzt machen können, wer darf einen Namen vergeben? Nee, ich denke, der wird weiter Duna heißen. Also, ja, der rote Planet. Ich denke, man kann da leider keinen Namen vergeben. Was ich jetzt machen würde, ist Search the Skies with a Telescope. Das heißt, wir suchen noch einen weiteren Körper, damit wir mehr als einen haben. Was wir nämlich jetzt machen können, ist, das ist das Tolle, wir haben keine Ahnung, wie die Umlaufbahn von Duna ist. Wir wissen nur, wo der ungefähr ist. Also ich wollte gerade sagen, wir können halt versuchen, einen Satelliten hinzuschicken. Und wenn wir es schaffen, in die Nähe, in den Einflussbereich von Duna zu kommen, dann wird halt dieser Weg, den man hier mit der Forschung hat, abgekürzt. Also das ist auch in der Mod drin. Das heißt, wenn man also es schafft, mit einer Sonde dahin zu fliegen, dann wird halt ganz viel von der Umlaufbahn und so weiter aufgedeckt, was man nicht mehr mit Teleskopen machen muss. Aber da wir nicht mal die Umlaufbahn haben, wird es super schwer, das mit einem Satelliten zu schaffen. Das heißt also, wir machen hier 90 Tage. Research a celestial body with a telescope. Das kostet uns 85. Zack, das machen wir. Und da gehen wir jetzt zurück zum Raumschiff Möhre. Und dann lassen wir nochmal Zeit vergehen. Weil das Problem ist, wir wissen nicht, wo der Umlaufbahn ist. Und hier zuletzt vor 204 Tagen gesehen. Das heißt, diese Stelle hier ist die Position von Duna, wie sie vor 204 Tagen war. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, also Duna ist keine Ahnung wo. Irgendwo hier, aber ich weiß nicht, an welcher Position. Das heißt, den mit einem Satelliten zu treffen, ist fast unmöglich. Deswegen habe ich jetzt den 90-Tage-Auftrag angenommen, um quasi Duna jetzt zu beobachten. Wir gehen zur Station Möhre. Ich hoffe, dass man das da dann einstellen kann, dass man mit dem Satelliten Duna genau beobachtet. Suchen wir jetzt mit mehr als einem Teleskop? Nein. Ja, genau. Also wir haben auf dem Boden, wir haben das Observatorium auf dem Boden. Da ist ein Teleskop drin. Das sind diese Aufträge, die so lange brauchen. Hier, Searching the Skies, 210 Tage. Observing and Researching, 210 Tage. 212 Tage. 221, 212. Die beiden Aufträge sind beide zur gleichen Zeit fertig. Und dieses Teleskop wird jetzt Research Bodies. So, das Duna ist Track Bodies. Nope. Space Only. Wo habe ich denn... Ah ja, genau. Da muss ich noch nichts machen. Hier muss ich noch nichts tracken oder sowas. Researcher Celestial Body with a Telescope. Da muss ich mich noch nicht ausrichten. Aber es gibt später Missionen, wo man sich ausrichten muss mit dem Teleskop, um das dann genau zu beobachten. Und wir searchen jetzt die Skies für 89 Tage, um mehr über Duna herauszufinden. Und wir haben einfach noch genug Geld. Wir haben Gott sei Dank viele Missionen gemacht. Wir werden jetzt wahrscheinlich eine Weile etwas ärmer werden, aber ich will jetzt einfach ein kleines Stück vorankommen und mehr von dem Research Bodies Mod sehen. Wir haben die ganze Zeit rumgedamelt und haben Vanilla gespielt. Das ist total schön und ich mache es mir ja auch nicht einfach. Ich hatte auch Freude, aber wir spulen jetzt nochmal 90 Tage vor, sodass wir mehr über Duna wissen. Und dann können wir uns überlegen, ob wir versuchen, eine Sonde hinzuschicken, ob wir hier die Station ausbauen. Also wenn wir diese 90 Tage rum haben, dann machen wir auf jeden Fall irgendeine Mission, um ein bisschen Geld zu verdienen oder um die Station auszubauen. Mal gucken, was uns dann angeboten wird. Aber jetzt gehen wir wieder auf die Karte und gehen hier weiter und lassen hier 90 Tage vergehen. Und dann hoffe ich, dass wir mehr Informationen über Duna gesammelt haben. So, da gehen wir ein bisschen raus und behalten hier mal Duna im Auge. Aber da sieht man schon zuletzt vor, ne? Also da wird einem angezeigt, dass die Position zuletzt vor diesen 200 und hast du nicht gesehen, Tagen diese Position. Also das ist wirklich cool gemacht. Und hier geht jetzt die Zeit runter, 78. Ich habe keine Ahnung. Oh ja, wir können das deutlich schneller vergehen lassen. Das ist sehr schön. Und dann
geht auch die Forschung auf den anderen Projekten und man sieht jetzt, dass wir uns langsam um Kerbol bewegen. Ich bin jetzt auch so ein bisschen fasziniert, dass sich hier Duna mitbewegt. Das heißt, es sieht doch so aus, als ob wir genau wüssten, wo er ist, aber es wird uns keine Umlaufbahn angezeigt. Ich hoffe, das wird jetzt hier besser, wenn wir gleich die 7 Tage abgeschlossen haben. Also wir hätten es eben vielleicht doch mit einer Sonde machen können oder probieren können, aber wir sind jetzt gleich so weit, dass das abgeschlossen ist. Und jawohl. Search the skies abgeschlossen. Auftrag abgeschlossen. We have completed our research of the celestial body. Go to the observatory to find out more. Okay. Dann gehen wir jetzt aber erstmal kurz in die Station und müssen dafür Sorge tragen, dass wir uns auch ausrichten, weil wir sind voll aus der Sonne raus mit unseren Solarpanelen. Das müssen wir dringend ändern. So. Und wir haben in der Zeit, die wir jetzt verstreichen haben lassen, haben wir Gott sei Dank mit der Forschungsstation Wissenschaft generiert. Und zwar 101 und diese Wissenschaft, Forschung, Wissenschaft übertragen, genau. Die Wissenschaft wird jetzt mit dem Space Modem nach unten gefunkt. Und dann haben wir Wissenschaftspunkte, die wir ausgeben können. Und dann gucken wir mal, was im Observatorium angezeigt wird. Aber dann wird es auch langsam Zeit für einen Raketenstart und eine neue Mission. Mal gucken, was wir dann bei Mission Control haben. Wissenschaftsübertragung ist fertig. Wir haben 276 Wissenschaftspunkte. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir können wahrscheinlich eine Relay-Antenne freischalten. Das gibt uns neue Möglichkeiten für Satelliten, dass wir bessere Verbindungen haben und leistungsstärkere Antennen und so weiter und so fort. Das ist doch auch schon mal schön. Dann sag mal, was haben wir denn? Duna, Research State 20%. Searching the Skies, ja, okay. Wir haben jetzt quasi 20% mit diesem Space Teleskop. Anscheinend gibt uns das immer dann 20%. Das ist ja auch interessant. Also All Research Bodies. Was sagt Plant? Stelle eine Flagge auf Moon auf. Okay. So, wir haben Research a Celestial Body with a Telescope. Okay. Und Search the Skies with a Telescope. Okay, wir können also beide Sachen mit dem Teleskop wahrscheinlich annehmen auf der Station Möhre. Dann würde ich sagen, machen wir das mal, dass wir also mehr Wissenschaft sammeln. Wir können... Ja, wir haben 2 Contracts laufen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier beide an und geben sehr viel Geld aus. Wir sind bei 900.000 nur noch. Die sind alle angenommen und laufen. Unsere Station Möhre macht das. Ich glaube, wir müssen dann einmal hin. Wir könnten Rette Lolin aus der Umlaufbahn vom Moon. Da können wir also jemanden vom Moon retten. Da gibt es viel Geld für. Part-Testing, nicht so. Orbital Construction, bringe ein neues Teil an dem Satellit, an einem Satellitenumlaufbahn vom Moon an. Oh, bringe folgendes Teil an dem Raumfahrzeug veralteter Moon SEC-S-Satellit HMK-8 an, Akku Satz Z-100. Da müssen wir hinfliegen und da gibt es richtig Kohle für. Schicke einen Körbeltechniker in einem Raumfahrzeug los und bringe das folgende Teil an einem Satelliten an. Das könnten wir machen. Wir könnten, dann haben wir geplant, stelle eine Flagge auf dem Moon auf. Wir könnten jemanden retten und... Erkunde Moon, tausche Crew zwischen 2 Raumfahrzeugen aus. Okay, das können wir nicht machen. Flag Planting, wir müssen da nicht landen. Dann machen wir jetzt ja mal Folgendes. Wir machen jetzt eine Rettungsmission und eine Reparaturmission. Dann muss ich das Building hier, wo wir die Verträge annehmen und sowas nicht upgraden. Wir können jetzt nur noch 2 Verträge annehmen. Und wir nehmen Rette Lolin aus der Umlaufbahn vom Moon. Da gibt es 200.000 für und Vorschuss 77.000. Das ist super. Und Orbital Construction. Bringe ein neues Teil an dem Satelliten in der Umlaufbahn von Moon an. Da müssen wir hinfliegen. Dafür gibt es fast 500.000, wenn wir das alles machen. Das heißt, das sind 2 Sachen, die wir in einem Rutsch
erledigen. Wir haben jetzt erstmal zwei Moon-Missionen angenommen. Wir wissen leider nicht mehr jetzt über Duna, außer die Position, aber uns wird auch noch keine Umlaufbahn angezeigt. Aber dann würde ich jetzt sagen, wir machen diese Moon-Mission. Und ich habe noch was Schönes vor. Wo haben wir denn hier den Satelliten? Satelliten Mühen Grashüpfer, Lolins Rumpf. Und hier haben wir veralteter Mühen 6 Satellit, den müssen wir reparieren. Und hier haben wir Lolins Raumschiff. Oh, scheiße. Der Satellit fliegt so rum und Lolins Raumschiff fliegt so rum. Das heißt, wir brauchen wirklich viel Delta V. Aber wir wollen ja nicht landen. Das heißt, wir bauen jetzt ein neues Raumschiff, mit dem wir Rettungsmission und Reparaturmission machen. Und das noch ein bisschen was Schönes dabei hat. Erstmal machen wir mal Tag, damit wir nicht einen Nachtstart hinlegen. Jawohl. So. Wir haben noch Wissenschaftspunkte, die will ich erst ausgeben. Ich will erst noch Wissenschaftspunkte ausgeben, um die erste Relay-Antenne zu haben. Und dann würde ich nämlich noch einen Satelliten quasi mit auf diese Kapsel draufsetzen, den wir am Moon aussetzen. Mit einer Relay-Antenne. Hier unten haben wir nämlich die erste Relay-Antenne für 160 und den Kommunikotron, bessere Antenne und so weiter und so fort. Das heißt also, ja, und Entkoppler und besseren Probe-Core. Ich will das vor allem haben wegen der Relay-Antenne. Und okay, Wetteranalysator für Duna ist das auf jeden Fall nicht schlecht, aber es wird eine Weile dauern, bis wir bemannt nach Duna fliegen. Also dieses Ding hier, Präzisionsingenieurskunst, erforschen wir. Jetzt haben wir noch 116, dafür können wir 90 Antriebssysteme, entweder diese kleinen Antriebssysteme oder Landung, wo wir größere Hitzeschilde und bessere Füßchen und sowas kriegen, Aerodynamik, oder wir könnten Luftfahrt machen, weiß ich nicht, ob wir Luftfahrt haben wollen, die anderen Sachen sind zu teuer. Aerodynamik können wir, ach, wir können diese beiden Sachen hier noch nicht, solange wir nicht Luftfahrt erforscht haben. Naja, dann werden wir mal Luftfahrt erforschen, ne? Zack. Haben wir noch 71. Das reicht nicht ganz. So. Da habe ich doch... Hoffentlich... Ja, das hat er gespeichert, genau. Und hier oben drauf kommt als erstes mal Strom. Und was wäre...